die beste aller möglichen Welten Leibnizens kann also nur als diese einzig möglich gewordene Autoparadox unmögliche Welt existieren, allen Seins sei es dahingestellt, ob das nur eine Projektion dieses Schizospaltwesens in seiner eigenen Paradoxunmöglichkeit ist oder sei es so, dass diese Paradoxunmöglichkeit bereits alles Sein durchzieht, alles reale Sein durchzieht und am Endpunkt dann sich auf auch das Schizospaltwesen übertragen hat.